Die Grünen spricht jetzt die Kollegin Luise Amtsberg. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man mit Flüchtlingen in den Erstaufnahmeeinrichtungen oder Gemeinschaftsunterkünften spricht über ihr Leben in Deutschland und das, was sie so von der Zukunft erwarten, dann ist das Erste, was man feststellt, Flüchtlinge wollen arbeiten. Ein Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz ist die beste Integration in unsere Gesellschaft. Und deswegen begrüßen wir ausdrücklich den besseren Zugang zu Maßnahmen der Arbeitsmarktförderung und zu Integrationskursen für viele Flüchtlinge. Das Herauskommen aus den Sozial- oder das Reinkommen in den Arbeitsmarkt bedeutet eben für viele, und deshalb ist die Motivation da sehr, sehr hoch, der Rausfall aus den Abhängigkeiten von sozialen Leistungen, raus aus den Erstaufnahmeeinrichtungen, rein in ein selbstbestimmtes Leben. Und deshalb ist doch erstmal schön festzustellen, dass die Motivation da ist und wir nur noch den richtigen Weg brauchen, um diese auch abzugreifen. Und trotzdem, wenn man diese Debatte hier verfolgt, bei all der Einigkeit sozusagen im Ton, ist es doch so, dass man auf der anderen Seite doch nicht von Obergrenzen, Belastungsgrenzen oder irgendwelchen anderen Grenzen sprechen kann, wenn man nicht alle Maßnahmen, die möglich sind, ausgeschöpft hat, um diese Herausforderung, der wir jetzt gegenüberstehen, zu bewältigen. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass Sie mehr auf die Bundesagentur für Arbeit, auf die Unternehmen und die Verbände und Betriebe hören, die sagen, die Vorrangprüfung ist ein unnötiges bürokratisches Hindernis und passend dazu natürlich das Bleiberecht für junge Auszubildende, für junge Flüchtlinge, das es ja bedauerlicherweise nicht ins letzte Gesetzespaket geschafft hat. Denn eine Duldung, und das muss man hier auch ganz deutlich sagen, eine Duldung ist für die Betriebe, da kann man jeden Einzelnen fragen, keine sichere Bleibeperspektive. Unternehmen und ihre Verbände, ganz besonders auch die Industrie- und Handelskammern und die Handwerkerschaft, die weisen zu Recht auf die Chancen hin, die sich aus der Altersstruktur von Flüchtlingen in Deutschland für den Arbeitsmarkt ergeben. Die Kammern verfügen zusammen mit den bei ihnen organisierten Unternehmen für hervorragende Strukturen, Flüchtlingen eben einen Eintritt in das Arbeitsleben zu erleichtern. Und deshalb sollten Wirtschaft und Kammern ihren Teil der Verantwortung tragen, gemeinsam mit dem Bund. Wir haben deshalb als Grüne vorgeschlagen, um nicht nur zu meckern, dass man einen Deutschlandfonds für Integration auflegt, getragen von Unternehmen und dem Bund, der, gerade weil hier ja auch immer wieder angesprochen wurde, dass die Sprache so ein zentraler Schlüssel ist, Kommunen und Initiativen offen stehen soll, zum Beispiel für Sprachförderung und berufliche Aus- und Weiterbildung, um diese für diese Menschen zu finanzieren, die keine oder nur eine geringe Sprachkenntnis vorweisen können. Und da gebe ich dem Kollegen Schieberling ja recht, die Sprache ist der zentrale Moment und das Haupterlernen wird natürlich in der praktischen Arbeit selbst passieren, bloß man muss einfach mal aus der Praxis sprechen, die Handwerkerschaft sagt, dass für sie ein Problem ist, Auszubildende oder eben einen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen, wenn der Mensch die Grundlagen der deutschen Sprache nicht hat. Kann er auch nicht mit Kunden kommunizieren und da haben Betriebe einfach eine Riesenbarriere. Das heißt, irgendeine Grundvoraussetzung müssen wir auf den Weg bringen und da hakt es an allen Ecken und Enden. Wenn ich jetzt sehe, dass in der Vereinbarung der Parteichefs geschrieben wird, dass es eine Kostenbeteiligung an Integrationskursen geben soll, dann ist das doch genau das Gegenteil von dem, was wir hier eigentlich erreichen wollen. Laut Bundesagentur für Arbeit verfügt rund die Hälfte der Flüchtlinge über eine akademische oder berufliche Ausbildung. Das Modellprojekt Early Intervention wurde angesprochen. Dort haben 40% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Hochschulabschluss, ein weiteres Viertel eine Berufsausbildung. Ich bin fest davon überzeugt, dass mit der richtigen Unterstützung diese Menschen schnell eine Chance haben, selbstständig in Deutschland zu leben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich ja auch auf Sie bezogen, Frau Griese, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin aus der Innenpolitik, ja, deshalb ich finde es schön, dass der Geist in der Sozialpolitik ein anderer ist, wenn es stimmt, aber in der Innenpolitik ist das ein bisschen anders und Innenpolitik und asylrechtliche Fragen müssen eben mit dieser Frage zusammengedacht werden. Und wenn ich dann sehe, dass wir derzeit eigentlich die Gruppe, die wir doch immer in den besonderen Fokus, und das war ja auch Konsens hier im Haus, in den besonderen Fokus gestellt haben, nämlich die syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge, wo wir immer gesagt haben, da müssen wir besonders in Integration investieren, hier müssen schnell deren berufliche Qualifikationen festgestellt werden und die Menschen sollten so schnell wie möglich Deutsch lernen und in den Arbeitsmarkt integriert werden, dann ist das ein Widerspruch zu dem, was jetzt vom Innenminister bezüglich syrischer Asylsuchner geplant ist. Die Asylverfahren
die werden deutlich länger dauern. Und wir reden hier nicht von ein paar Wochen, wir reden hier von Monaten der verschenkten Zeit. Und es bleibt die Ungewissheit zurück, ob man nach Ungarn oder Bulgarien zurückgeführt wird, ob man seine Familie in absehbarer Zeit wieder sieht. Denkbar schlechte Voraussetzungen für die Konzentration auf Integration in Deutschland. Und um es noch mal konstruktiv zu machen, wir Grünen fordern verschiedene Punkte. Das Erlernen der deutschen Sprache muss ab dem ersten Tag ermöglicht werden, denn die Realität ist so, auch wenn Menschen hier in Duldung leben, leben sie Jahre. Und das ist eine verschenkte Zeit. Das hilft ihnen auch nicht dabei, an ihrer Bleibeperspektive in Deutschland zu arbeiten. Potenziale müssen so früh wie möglich erfasst werden. Ich erlebe das immer wieder, wenn wir mit der Handwerkerschaft sprechen zum Beispiel. Die sagen, wir wollen ausbilden. 1000 unbesetzte Ausbildungsstellen in Schleswig-Holstein zum Beispiel. Wir wollen ausbilden, aber wir wissen überhaupt nicht, wo sind die Leute und was bringen die mit? Gibt es überhaupt jemanden für meinen Betrieb? Und diese Fragen, die müssen geklärt werden, so schnell wie möglich. Und da muss auch eine Verbindung hergestellt werden. Qualifikationen müssen schnell und unbürokratisch anerkannt werden. Da sind wir uns, denke ich, auch alle einig. Wenn bestimmte Teilqualifikationen fehlen, dann müssen diese unkompliziert nachgeholt werden können. Die Finanzierung dieser Weiterbildung, die überfordert viele Flüchtlinge, Asylsuchende und Geduldende und zwingt sie in der Folge, und das muss man auch anerkennen, unterhalb ihres Qualifizierungsniveaus mit entsprechend geringen Einkommen zu arbeiten. Wir haben viel gesagt zur Beratung und Förderung in den Arbeitsagenturen und den Jobcentern und zur Sicherheit für junge Auszubildende. Da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber was vielleicht noch ein Punkt ist, um die Debatte konstruktiv auch anzufeuern. Wir Grünen haben gesagt, dass es ein denkbarer Schritt wäre, aufenthaltsrechtlichen Statuswechsel zu ermöglichen. Und zwar Flüchtlingen die Möglichkeit zu geben, ihren Aufenthaltsstatus zu wechseln und gegen eine dauerhafte Bleibeperspektive einzutauschen, etwa als Fachkraft in einem Mangelberuf. Das ist, klingt erstmal sehr, sehr technisch, ist aber vielleicht in einer Zeit, in der Menschen so in Unsicherheit leben und in der wir vor allen Dingen auch im Arbeitsmarkt die Chance eigentlich sehen, ja, diese Herausforderung, der wir gegenüberstehen, zu bewältigen, eigentlich der richtige Schritt und Ansatzpunkt. Warum sollen die Menschen ewig lang in einem Asylverfahren verharren, wenn sie ihre Perspektive von einem auf den nächsten Tag mit einem Arbeitsplatz verbessern können? Ich glaube, wir sind uns an vielen Stellen einig, was sozusagen die Zielrichtung angeht, besonders nach dem Beitrag der Kollegin Griese. Aber es ist trotzdem so, wenn sozusagen diese Dinge passieren müssen, dann müssen wir alle bürokratischen Hürden abbauen, angefangen mit der Vorrangprüfung und dem Schutz von jungen Auszubildenden. Da, denke ich, gibt es noch deutlich viel zu tun. Herzlichen Dank. Die Kollegin Jutta Eckenbach spricht.